Ja, hallo Leute, herzlich willkommen zu diesem kleinen Tutorial-Video. Ich zeige euch heute, wie ihr hier in der Nähe von Lunden, rechts unten auf der Karte, im Räuberlager Lollingeston tatsächlich die Meisterherausforderung, und zwar die Prüfung des Wolfes mit Gold, bestehen könnt. Dazu gibt es ein paar kleinere Tipps und Tricks. Grundlegend ist diese Challenge aber verhältnismäßig straightforward. Da müsst ihr eigentlich immer nur dasselbe machen, und wenn ihr das konsequent beachtet, dann habt ihr eigentlich da kein großes Problem, auch diese Challenge zu schaffen. Für diese habe ich tatsächlich relativ wenige Versuche gebraucht im Vergleich zum Beispiel zu der Prüfung des Bären. Ja, ihr müsst hier Kopfschusstötung machen und Schwachpunkttreffer, alle Wachen ausschalten, und habt als einzig relevantes Werkzeug dazu hier diesen Blick der Nonia. Der ermöglicht es euch, dass ihr mehrere Gegner oder dass ihr einfach die Zeit ein bisschen verlangsamt und so manchmal ein bisschen eine sinnvolle Möglichkeit habt, eure Treffer besser zu planen. Grundlegend ist die Challenge natürlich ohne eine Zeitbegrenzung, was ganz gut ist, denn ihr müsst euch hier wirklich fürs Zielen immer und immer wieder ein bisschen Zeit nehmen, denn ihr wollt wirklich die Treffer hinbekommen, so gut es geht, und da solltet ihr bestenfalls nichts überstürzen. Notfalls wartet lieber noch eine Minute länger, um dann wirklich die Gegner in einen Bereich zu bringen, wo ihr sie dann wirklich treffen könnt. Ja, wichtig ist, ihr seht es da jetzt gleich, wenn ihr auf Gegner zielt, seht ihr zum Beispiel hier jetzt bei dem Kollegen an dem rechten Arm so eine, ja, hellgelbe Markierung. Und diese gelben Markierungen sind tatsächlich die Schwachpunkte der Gegner. Und diese müsst ihr im besten Fall, so wie ihr es gerade gesehen habt, zuerst treffen und im Nachgang dann deren Kopf. Also das heißt, dass ihr sie erst schwächt durch einen Schwachpunkttreffer. Das sieht man auch daran, dass das geklappt hat. Erstmal natürlich, dass die Punktzahl von euch steigt. Andererseits auch daran, dass die sich so hinknien und betäubt werden. Und hier seht ihr jetzt, von dem Kollegen ist der Schwachpunkt der linke Arm. Und ist natürlich aufgrund der Position, in der ich jetzt gerade stehe, etwas blöd zu treffen. Deswegen versuche ich, die irgendwie ein bisschen zu verbessern. Was dann dazu führt, dass er sich hier sehr, sehr stark bewegt. Das wäre vielleicht eine gute Gelegenheit auch gewesen, um den Blick der Noni einzusetzen, um ihn ein bisschen zu verlangsamen. Aber hat jetzt hier in dem Fall auch nicht so sonderlich gut geklappt. Und gleichzeitig ist der andere Kollege hier oben auch noch am Zielen auf mich. Und ich versuche da auch den linken Arm zu treffen. Es ist manchmal wirklich ein bisschen blöd, gerade je nach Positionierung der Gegner, da diese Schwachpunkte zu holen. Aber da müsst ihr mal schauen. Der Kollege hier hat seinen Schwachpunkt unten auf dem rechten Bein. Das habt ihr jetzt gerade gesehen. Ich habe gerade daneben geschossen. Das ist aber nicht ganz so schlimm, weil der stirbt hier nicht so schnell. Bei dem Bogenschützen solltet ihr euch viel, viel mehr Zeit nehmen. Da seht ihr jetzt auch gerade den Blick der Nonia. Und ihr habt gesehen, ich habe jetzt seinen Schwachpunkt getroffen und kann ihn im Nachgang dann durch einen gezielten Kopfschuss ausschalten. So, und jetzt versuchen wir hier jetzt nochmal. Ja, das war blöd. Ich habe zwar einen Kopfschuss gemacht, was gut ist, aber gleichzeitig habe ich irgendwie nicht getroffen den Schwachpunkt. Damit seht ihr auch, es ist hier tatsächlich kein perfekter Run notwendig. Also ihr müsst jetzt hier nicht hingehen und versuchen, bei jedem Einzelnen alles zu treffen, und wenn es nicht trifft, müsst ihr nicht sofort neu anfangen, aber ihr solltet auch nicht verkennen, dass wenn ihr jetzt dabei bei 3, 4 Gegnern einfach das nicht hinbekommt, dann müsst ihr schon überlegen, ob ihr das Ganze nicht einfach neu startet. Denn ich hatte oft das Problem, dass gerade bei den letzten Gegnern, dass die sich irgendwie dummerweise durch Feuerpfeile oder sowas einfach selber ausschalten. Und dann hat man wirklich das Problem, dass man diese sozusagen da einfach nicht sinnvoll ausschalten kann, sondern sie haben sich einfach dann selber so weit ins Abseits katapultiert, dass man dann nichts mehr machen kann. So, ihr habt gerade gesehen, ich habe beim rechten schon einen Schwachpunkttreffer gemacht, der hockt da jetzt irgendwie, und bei dem linken auch. Jetzt warte ich so ein bisschen darauf, dass ich da auf die Köpfe zielen kann von den Kollegen. Und sobald ich das ordentlich kann, ja, versuche ich dann diese beiden auch noch mit so einem Kopfschusstreffer auszuschalten. Aber per se, vom Grundsatz im Prinzip her dieser Challenge, ist es eigentlich immer genau das. Also ihr versucht als erstes den Schwachpunkt zu treffen und versucht dann möglichst präzise die Leute mit dem Kopfschuss, wie ihr es jetzt gerade gesehen habt, auszuschalten. Und das macht ihr einfach in der Geschwindigkeit, die für euch angebracht ist. Wenn ihr da mal länger braucht, wie gesagt, ihr habt hier tatsächlich keine
keine Eile. Hier hatte ich jetzt ein bisschen Glück. Normalerweise, wenn das passiert, man trifft nicht richtig und trifft halt nicht den Kopf, sondern irgendwie den Körper, dann passiert es oft auch, dass die Gegner einfach sofort sterben. Dann kriegt ihr weder einen Kopfschusstreffer, und wenn ihr ganz, ganz viel Pech habt und ihr habt vorher noch nicht einen Schwachpunkt getroffen, kriegt ihr vielleicht diesen auch noch nicht mal. Also da müsst ihr wirklich ein bisschen aufpassen. So, dann haben wir hier die nächsten Gegner. Rechts diesen einen Armbrustschützen, vor uns die zwei normalen Wachen. Wichtig auch übrigens, die Schwachpunkte scheinen immer erst, wenn ihr auf die Gegner wirklich zielt. Und in diesem Fall hier bei diesem Armbrustschützen ist der Schwachpunkt tatsächlich der Fuß. Das noch dazu, weil das ist manchmal echt nicht so einfach zu sehen. Da müsst ihr auch ein bisschen ordentlich zielen, um den zu treffen. Den könnt ihr tatsächlich übrigens auch ganz am Anfang schon machen. Aber ich weiß nicht, ob von der Position, die ihr am Anfang habt, da der Schwachpunkt so gut sichtbar ist mit dem Fuß. Deswegen würde ich euch empfehlen, den auch erst hier an dieser Stelle auszuschalten. Ja, die beiden Gegner hier, die sind relativ witzig. Die springen eigentlich in der Regel dann auch hier wieder nach hier unten. Und man kann die dann hier unten relativ einfach ausschalten, wenn man sie denn auf eine Position wieder bringt, wo man ihren Schwachpunkt gut sehen kann. Was mir jetzt hier gerade nicht so richtig gelingen will. Aber bei dem sehe ich jetzt zum Beispiel den linken Arm. Muss jetzt einfach nur ein bisschen schauen, dass ich da hinkomme. Und werde hoffentlich auch gleich die Nonia benutzen. Genau, da habt ihr es gesehen. Der Skill ist dann in solchen Situationen doch wirklich mal relativ sinnvoll, um einfach den Gegner auch so weit zu verlangsamen, dass man ihn dann im Nachgang auch in seinem Schwachpunkt treffen kann. Da muss man ein bisschen aufpassen. Wenn die Gegner dann diese sozusagen so zielen und es relativ am Kopf haben, dann müsst ihr aufpassen, dass ihr sie nicht einfach sofort tötet. Das passiert mir nämlich tatsächlich öfter. Und es ist schon eine relativ Präzisionsaufgabe hier. So, und jetzt habt ihr so ungefähr 500. Das ist auch das, was ich euch so empfehlen würde, dass ihr mit mindestens 500 an dieser Stelle weitermacht. Wenn ihr jetzt deutlich weniger habt, würde ich fast sagen, solltet ihr nochmal neu starten. Weil jetzt kommen zwar so ein paar Gegner, die sind noch relativ klar und relativ einfach zu machen. Danach gibt es aber die drei Gegner am Ende. Und das ist das, was ich schon erwähnt habe. Die bringen sich gerne selber um. Das wird auch in diesem Run passieren. Und dadurch verliert man einfach ein paar Punkte. Und deswegen würde ich euch raten, wenn ihr hier jetzt über 500 habt, könnt ihr es probieren. Da solltet ihr aber die nächsten Gegner alle auch akkurat treffen. Ihr werdet es jetzt gleich sehen. Wenn ihr jetzt, wie gesagt, deutlich weniger habt, ihr könnt es probieren, aber es ist relativ unwahrscheinlich, dass ihr dann da das schaffen werdet. Genau, den haben wir jetzt ebenfalls auf den Schwachpunkt getroffen. Da warten wir jetzt darauf, dass er wieder aufsteht, damit wir ihn mit dem Kopfschuss töten können. Da seht ihr es auch so. Und jetzt haben wir hier die drei Gegner. Die sind eigentlich relativ klar, relativ einfach. Die springen dann auch manchmal, machen sie nicht immer, in dem Fall machen sie es glaube ich nicht, springen die auch nach unten, sodass ihr genau das gleiche habt wie bei den Gegnern, die wir gerade da bei den Säulen bekämpft haben, dass ihr diese einfach unten bekämpfen könnt und vielleicht auch den Blick der Nun hier nochmal öfter einsetzt. Ich habe zuerst geguckt, ob ich nicht irgendwo irgendeinen Schwachpunkt direkt treffen kann, aber die stehen natürlich alle so ungünstig, dass ich das von dieser Position nicht machen kann, und so muss ich sie erstmal auch nie aufmerksam machen, um dann auch deren Schwachpunkt zu bekommen. Das dauert nicht lang. Aber gut, das sollte dann auch normalerweise kein Problem sein. Genau, und dann haben wir den ersten ausgeschaltet. Da sind wir jetzt ungefähr bei 650 Punkten. Und wenn wir die beiden jetzt ausschalten, sind wir ungefähr bei so 750, 760 Punkten. Dann sind wir bei 700. Und man kriegt ungefähr so um die 35 oder sowas für einen Schwachpunkttreffer und ungefähr nochmal genauso viel für einen Kopfschusstreffer. Also das sind so die Marken, die ihr treffen solltet. Dann haben wir hier nochmal einen Schwachpunkttreffer. Erledigt. Und dann sind wir ungefähr bei 775 an dieser Stelle. Wie gesagt, kein ganz perfekter Run, aber man muss doch schon sehr, sehr viele Gegner entsprechend treffen, um da die 100% zu bekommen. Genau, und da haben wir die drei Gegner, von denen ich gerade gesprochen habe. Das sind tatsächlich die letzten drei Gegner. Der erste hier ist Meister, steht relativ gut. Da könnt ihr relativ simpel auch einen Schwachpunkttreffer machen. Die anderen beiden müsst ihr mal schauen. Das geht eigentlich auch. Aber der hintere, das werdet ihr jetzt sehen, der ist nämlich der Typ mit den Feuerpfeilen. Und ihr seht jetzt, der tötet leider Gottes dummerweise den einen Kollegen. Da mache ich teilweise eine Kopfschusstötung und der andere fällt sogar selber runter. Das heißt, ihr müsst hier wirklich ein bisschen aufpassen, dass ihr genug Gegner zusammenkriegt. Ja, das war es jetzt auch von dem kleinen Tutorial. Ich hoffe, die Tipps, die ich euch verraten habe, sind für euch hilfreich. Wenn sie das sind, dann lasst doch bitte ein Abo und ein Like da. Und wir sehen uns dann hoffentlich im nächsten Tutorial-Video wieder. Also, macht's gut, bye bye. Wir sehen uns.